herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin hier schon in meinem Schlafanzug. Es ist jetzt auch schon 20 vor 9 abends. Finn ist gerade eingeschlafen. Dieser Junge, der hat so ein Durchhaltevermögen. Der wäre auch noch länger wach geblieben, aber ich wollte ihn eigentlich schon um kurz nach 7 ins Bett legen. Aber ja, da wurde es doch eine Stunde später als geplant, weil er noch so lange gerne baden wollte. Habe ich ihn einfach drin gelassen, war kein Problem. Und ja, er war super gut drauf, hat schön gespielt und deswegen ist es auch kein Problem. Aber manchmal denke ich auch so, Gott, wo nimmt er seine Energie her, weil er wieder den ganzen Tag draußen war. Beziehungsweise ab 2 Uhr bis um 7. Ja, wir haben auch wieder draußen Abendbrot gegessen, also das ist echt... Die ganze Zeit am Stück draußen gespielt, getobt in der Sandkiste und der war einfach nicht müde zu bekommen. Muss mal ganz kurz gucken, das Babyfon ist gerade angegangen. Nee, aber er schläft gut. Und morgen ist Ostersonntag und letztes Jahr haben wir es gar nicht so gefeiert, aber dieses Jahr möchte ich auf alle Fälle Ostern schön feiern und wollte seine Ostergeschenke noch einpacken. Und ich war lange überlegen, wie ich das mache, ob ich es hier drin irgendwie verstecken soll. Aber ich mache es einfach morgen früh draußen. Wenn wir aufstehen, dann sitzt Finn meistens noch mit einer Flasche. Ist irgendwie neu eingebürgert. Das war früher nie der Fall, dass er irgendwie morgens eine Flasche bekommen hat bei uns. Seine ist in die Krippe gegangen. Aber ja, jetzt fragt er nach einer Flasche und dann bekommt er die auch von mir. Ist so eine kleine Flasche. Und während er die austrinkt, werde ich dann morgen in den Garten gehen und seine Ostergeschenke verstecken. Und dann, ja, ihm sagen, dass der Osterhase da war und dann darf er suchen im Garten. Und die muss ich noch einpacken. Ja, bin ein bisschen spät dran, aber ist ja Zeit jetzt noch. Deswegen, die Waschmaschine ist gerade im Hintergrund an. Ich hoffe, das stört nicht. Zeige ich euch mal ganz kurz, welche Ostergeschenke Finn bekommt. Beziehungsweise eins ist schon eingepackt, weil das eigentlich für seinen Geburtstag noch geplant war. Und dann hat er irgendwie doch so viel zum Geburtstag bekommen, dass wir gesagt haben, so nee, das bekommt er jetzt nicht. Das bekommt er jetzt zu Ostern morgen. Oder auch nicht. Also ich muss mal schauen. Vielleicht bekommt er es auch erst zur Geburt von seiner Schwester. Ich muss das dann mal mit meinem Mann bereden. Genau. Weil wir wollen halt nie so viel auf einmal geben und... wenn es irgendwie mehr als 2 Geschenke sind, dann finde ich das immer so ein bisschen so, da weiß er nicht, mit was er zuerst spielen soll. Und dann gebe ich lieber das verteilt. Genau, also ich muss mal schauen. Aber erstmal hole ich das Geschenkpapier und dann zeige ich euch, was er alles zu Ostern bekommen wird morgen. Und ich freue mich schon so drauf. So, jetzt habe ich alles zusammengesammelt. Finn bekommt übrigens keine Schokolade oder irgendwie was zum Naschen von uns. Auch keine Snacks. Ich war erst am Überlegen, aber... Die paar Geschenke, die reichen vollkommen und ja, so viel muss er gar nicht da haben. Ja, wie gesagt, jeder macht das wie so, wie er denkt. Von uns bekommt er das noch nicht. Ich habe hier noch Geschenkpapier, das hatte ich noch aufbewahrt. Das fand ich so süß, das war von meiner Freundin. Da waren seine Geburtstagsgeschenke drin und ich finde das so ein süßes Geschenkpapier. Und das kann ich jetzt perfekt noch einmal verwenden. Ja, und zwar habe ich ja schon im letzten Video, vorletzten, weiß ich gerade gar nicht mehr, im Video gezeigt, dass meine Mutter solche Kreideeier mitgenommen hat. Und die werde ich einfach so im Ganzen lassen. Ich war erst mal überlegen, ob ich die irgendwie rausholen soll und dann einzeln verpacken. Aber nee, er wird das ganze Pack bekommen. Dann kann er dann auch gleich morgen schön mit im Garten spielen und ja, die Mauer anmalen und so weiter. Also bekommt er einmal ein Pack Kreideeier. Finde ich echt richtig cool. Ich bin so froh, dass meine Mutter die noch bekommen hat. Und dann hatte ich bestellt ein Schleichset. Und das ist jetzt Farm World. Und das sind seine allerersten Schleichtiere. Genau, ich wollte die eigentlich schon früher haben, aber irgendwie sind wir da nie zugekommen und hatten immer genug Geschenke. Und jetzt hatte ich eins bestellt und da sind jetzt 5 Tiere drin. Und zwar einmal ein Pferdchen, ein Kälbchen, eine Katze, ein Hund und eine Gans. Und die werde ich alle einzeln rausholen und die werde ich einzeln verpacken, dass er da so ein bisschen mehr zum Suchen hat. Also hat er 5 Geschenke da drin und ich finde das halt so, also Schleich, glaube ich, kennt jeder, oder? Das ist ja so tolle Qualität. Man kann die super weiter vererben, die halten echt über Generationen und die sind halt auch wirklich so naturecht und getreu. Ja, gestaltet und angemalt. Also die finde ich echt wirklich, wirklich richtig toll. Und genau, da bekommt er jetzt einmal dieses Set von. Da kann er damit schön spielen. Und dann bekommt er einmal Sticker.
Das waren einfach so, ja, das war Sticker. Ich weiß gar nicht, hat meine Mutter auch mitgeschickt, irgendeine Zeitschrift mit drin. Aber Finn liebt Stickern und ja, das wird er bekommen. Da werde ich nachher nochmal so den Hintergrund abmachen schon mal, dass es schon vorbereitet ist, dass er gleich losstickern kann. Das zeige ich euch dann gleich. Das werde ich auch einzeln verpacken. Und hier ist noch das große Geschenk drin und zwar ist das ein Lego Duplo Polizeiauto mit Geräusch. Das ist schon verpackt, weil ich es halt erst für seinen Geburtstag schenken wollte. Aber ich bin jetzt mal überlegen, also wenn er das jetzt bekommt und das und die 5 Tiere, dann glaube ich, reicht das schon. Ich glaube, das werden wir dann echt aufbewahren für das Geburtsgeschenk, was er dann von seiner Schwester bekommen wird. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Genau, also ich glaube, dass ich das jetzt noch nicht geben werde, weil er jetzt halt auch so viel draußen spielt und ich glaube, dass es jetzt nicht benötigt wird. Ich frage mal meinen Mann gleich, aber ich glaube, dass er meine Meinung teilen wird. Deswegen wird es einfach nur diese Geschenke geben. Die Kreideeier, die Schleichtiere einzeln verpackt und Sticker. Und das reicht auch. Dann hat er da auch eine schöne Beschäftigung. Dann kann er stickern am Nachmittag oder wie auch immer. Und halt mit den Tierchen kann er spielen. Und dann kann er im Garten auch mit den Kreideeiern spielen. Und das sind übrigens meine. Die sind irgendwie ziemlich zum Verwechseln ähnlich wie Kreideeier. Aber das sind mit Pralinenfüllung. Und da werde ich mir jetzt die 3 genehmigen, während ich das hier einpacke. Und dann würde ich sagen, los geht's. Mache ich das erstmal auf. Und fange mit dem Schleichtieren an. Schon seit 7 Uhr wach, aber es ist jetzt schon 7:45 oder sowas. Wir haben uns fertig gemacht und ich habe jetzt hier die Geschenke und werde die jetzt hier im Garten verteilen. Und ich war jetzt am Überlegen, ob ich vielleicht doch die Kreideeier auspacken soll und hier und da verstecken soll. Ja, weil Finn unbedingt Ostereier suchen will und Ostereier hat er jetzt ja gar nicht so. Deswegen, und damit er ein bisschen mehr zum Suchen hat, glaube ich, hole ich die da einfach wieder raus und lasse die ihn einzeln suchen. Das machen wir mal. Da muss ich gute Verstecke finden im Garten, dass er das dann alles dann auch suchen kann. Genau, das machen wir mal. Also ich hole die da wieder raus, die Eier, und verstecke die dann so im Garten. Mal gucken. Also ich hole die einzeln raus, dann hat er mehr zum Suchen auch. Genau, und die Teile muss ich ja auch noch alle verstecken. Ich werde hier und da einfach so ein Ei in der Ecke verstecken. Nicht zu schwierig machen, noch nicht für ihn. So, das verstecken wir mal hier drauf. Da hole ich mal die raus. Das Gras ist noch ein bisschen nass, aber es wird gehen. Und leg das dann hier hin. Eins kann dahin, eins kann hier hinter die Milchkanne, eins kommt dahin. Wo können wir noch Sachen verstecken? Vielleicht, ah, ja, eins kommt auf sein Auto. Dann habe ich noch die 2. 2 und 2. Wo verstecken wir die denn hier noch? Vielleicht einfach hier vor. Muss ja gar nicht so schwer sein, dass er die dann noch alle findet und dass wir die auch alle wiederfinden. Vielleicht einfach hier eins oben hin. Hier ein Ei.
Und eins hier beim Körbchen. Gucken, dass er mich hier nicht sieht. Stecken wir da und dann das letzte Ei. Das letzte Ei verstecke ich hier einfach unterm Tisch. Genau. So. Gut. Jetzt schnell, die lasse ich auf dem Tisch, da kann er die gleich einfach reinlegen. Das muss ich hier verstecken wieder in der Veranda. Und normalerweise will Finn ja als allererstes erst eine Flasche trinken und alles. Aber ich habe heute Morgen halt schon gesagt, dass der Osterhase da war. Und dass der Geschenke im Garten versteckt hat. Und deswegen will er jetzt keine Flasche trinken, sondern sofort raus in den Garten und suchen. Ja, dann würde ich sagen, holen wir ihn mal. Und ich muss noch irgendwie ein Körbchen finden oder so, wo er das reintun kann alles. Muss mal gucken, ob ich irgendwie eine kleine Tasche finde für ihn oder so, wo er das alles sammeln kann. Dann musst du mal gucken, ob du was findest. Sind hier Ostereier versteckt? Nee, da nicht. Was ist das? Nimm das mal, das Osterei. Ja, das ist was zum Malen. Ein Osterei zum Malen. Da ist ja noch eins. Ein grünes Osterei. Und ein orangenes. Wow, zwei Ostereier schon gefunden. Okay, Papa hat ein Osterkörbchen. Okay. Gut, dann kannst du noch mal suchen. Wo sind noch Ostereier, Finn? Was ist das? Was ist da drin? Was ist das? Wow, eine Gans, ja genau. Das ist eine Gans. Ja. Wo siehst du noch was? Ostereiersuche ist beendet und jetzt werden wir ein schönes Osterfrühstück haben. Die Kerzen. Ja, die sind heiß, genau. Die kann Finn nachher auspusten, ja. Aber erstmal noch anlassen, ne? Und alle Tiere müssen zugucken. Der Hund. Okay, die müssen zugucken beim Essen gleich. Und was hast du jetzt? Das Pferd, genau. Und was ist das? Die Kuh. Alle müssen sie dir zugucken beim Essen gleich? Ja. Okay, gut. Erstmal Hände waschen und dann können wir essen. So, wir haben lecker gefrühstückt oder das war mehr so ein Brunch. Und jetzt malen wir noch ein Bild für die Oma. Für Alina. Und für Alina, genau. Und stickern jetzt auch gleich schon drauf los. Und jetzt ohne diesen Hintergrund kriegt er das auch super alleine ab. Ja. Was ist das? Kaninchen. Kaninchen, ja. So, wir sind jetzt draußen im Garten und wollten mit den Eiern malen, ne? Musst du mal nach oben gehen. Wir haben noch irgendwie kein Kreide, wie sagt man das denn? Kreidetafel. Aber wir malen jetzt einfach so hinter uns an die Mauer und dann gucken wir mal, ob da was Schönes bei rumkommt. Genau, wir können an die Wand malen. Nimmst du ein blaues Ei? Oder welche Farbe? Mama nimmt ein rotes Ei. Opa! Und dann können wir hier schon malen. Genau, können wir die schön anmalen alles. Ja. Ja. Hier, gelb. Die ist auch schön, ne? Die sieht man gut. Der Tiger, der kuschelt hier auch mit uns. Ha? Dir geht's auch gut, ne? Das ist lieb. Wo ist die Spinne? Finns Hand.
Da krabbelt sie fröhlich rum. Krikrakrabbel. Wen krabbelt's jetzt? Eine Spinne, die hat einen roten Kopf, ne? Eine Spinne auf Finns Hand. Setz sie mal ins Gras, Finn, hä? Kann die da ins Gras wieder rein? Ist sie da im Gras? Ja, gut gemacht. Kann sie jetzt im Gras weiterkrabbeln, ne? So, meine Lieben, ich würde mich an dieser Stelle auch schon von diesem Vlog für heute von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch mitgenommen habe an unserem Ostersonntag. Wir haben gerade eben einen schönen Spaziergang draußen gemacht. Und jetzt ist Finn draußen mit dem Papa. Und ich werde jetzt die Zeit dazu nutzen und ein paar andere Videos drehen. Oder ein paar, ist gut. Ich muss mal schauen, wie viel ich jetzt drehen kann. Auf alle Fälle möchte ich das Schwangerschaftsupdate drehen. Ein neues Schwangerschaftsupdate von der 22. bis zur 26. Woche. Eventuell noch ein anderes. Ich muss mal schauen, wie weit ich jetzt hier komme. Deswegen bin ich auch so ein bisschen hergerichtet jetzt gerade. Ein bisschen mehr, wo meine Haare sind immer noch zauselig. Aber die lasse ich jetzt einfach so. Nutzt die Zeit, die ich habe. Und da würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet alle wunderschöne Ostern. Schreibt auch mal super gerne in die Kommentare unten rein, ob ihr auch selber was zu Ostern bekommen habt. Ich habe mir nämlich einfach nur selber Ostereier gekauft bei Lidl vorgestern. Sonst nichts. Und was eure Kinder dann alles bekommen haben zu Ostern. Ob ja sie mehr bekommen haben oder weniger oder wie ihr das gehandhabt habt. Genau. Finn hat übrigens noch ein Buch bekommen von der Oma. Das haben wir vorhin abgeholt. Einfach nur ganz kurz über einen Gartenzaun gereicht, mit 2 Meter Abstand. Fand Finn irgendwie nicht so, also hat es irgendwie gar nicht so richtig verstanden, war so ein bisschen verlegen. Wobei er normalerweise seine Oma liebt, die hat er jetzt aber schon seit Monaten fast nicht gesehen. Also es war ein bisschen seltsam. Aber ja, das war auch irgendwie nur 2 Minuten Besuch und dann waren wir wieder weg. Ich bin so froh, wenn die Zeit jetzt endlich mal vorbei ist. Dass das ein bisschen sicherer draußen ist für alle Beteiligten und dass man sich dann auch wieder gut besuchen kann. Weil wir leider noch ein Buch bekommen, genau, und noch mehr, ich sehe sie hier gerade, noch mehr Sticker. Genau, da kann er noch mehr rumstickern. Und ansonsten, genau, ist noch mal unterwegs von meiner Freundin. Das kann ich euch nächste Woche dann auch zeigen, da bin ich auch schon selber sehr gespannt drin, drüber. Da hat sie nämlich erzählt gestern so, ja, es ist mein Päckchen schon angekommen. Und nein, noch nicht. Also ich freue mich drauf auf nächste Woche. Dann zeige ich euch, was da drin ist. Ansonsten würde ich sagen, ich laber nicht mehr viel. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, mein Lieben. Tschüss.